Na, habt ihr mich vermisst? Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr bitte alle in die Kommentare schreibt. Ja, Brain, wir haben das voll vermisst, ey, Mann. Wie lange kam da kein Video? Was war denn hier los? Brain, jetzt bitte, Mann, ey. Und wer, das schreibt ihr nicht in die Kommentare. Freunde, ich bin es, Brain. Und ganz am Anfang komme ich mit ein paar Infos reingesteppt. Und zwar, ganz wichtig, falls ihr dachtet, es kam jetzt eine Woche gar kein Content. Ihr liegt falsch. Es kam tatsächlich sehr viel Content, allerdings nicht auf diesem Kanal, sondern es gibt tatsächlich einen neuen Kanal, der heißt einfach nur Brain. Und da lade ich Reaktionen hoch, denn, da kommen wir auch schon zum zweiten Thema, ich bin sehr viel am Livestream und auf twitch.tv/brain, da schauen wir uns Videos an, es ist meistens sehr, sehr witzig, deswegen kommt es auf Reactions und die ganzen längeren Let's Plays, wie zum Beispiel zuletzt A Link to the Past, gibt es auf dem VOD-Kanal. Es gibt also mehrere Kanäle, wo immer noch Content kommt und diese kleinen geschnittenen Videos, die kommen halt ein bisschen seltener hier auf dem Hauptkanal. Und wie ihr im Titel sehen könnt, ich habe mir natürlich wieder was ausgedacht. Und zwar, wir spielen heute ein Game namens Deep Fog. Kein Tief Fick, sondern tiefer Nebel. What the fuck? Ja, und wenn ich mich erschrecke, Freunde, dann ist das Video vorbei. Ist das nicht schön? Ist doch toll, oder? Und ich glaube, das ist das beste Spiel, um auszuprobieren, ob ich mich irgendwie erschrecke. Oh boy. Es gibt also erst nur das erste Kapitel, das heißt Dinner. Also wir werden heute Abend wahrscheinlich irgendwie was zu Abend essen. Toll. Das nächste Kapitel ist Crying. In der Stufe bin ich momentan. This game contains flashing lights and jump scares. For the best gaming experience, please turn on sound or use headphones. It's about 15 minutes. No save points. Okay. Wird bestimmt super. Okay, das bin ich. Moin. Was haben wir hier? There's news on TV about Fog City. Silent Hill oder was? Missing persons cases. The fire on the mountains. Fog City is not calm recently. Warum zieht man überhaupt irgendwo hin, was Nebelstadt heißt? Grüße gehen raus an Nebelnik. Mambo-Shoutout. Telefonieren. Telefon. Es sieht so aus, dass man damit den Supervisor anrufen kann. Okay. Today's my second day at work. It's best to check the staff rules again. Okay, wir arbeiten heute erst den zweiten Tag. Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Fog City Salmon ist... Nicht nur. Bist du in eine Stadt gezogen, die Nebelstadt heißt? Nein, du hast dir gedacht, ich arbeite einfach auf dem Friedhof. Why would you do this? This is a cemetery only for unidentified corpses. Unidentifizierte Körper? Except corpses with no question asked. Okay, wir müssen einfach alle Körper, die reinkommen, die nehmen wir einfach an. Komm her, gib mir eure Körper. Das klingt wie eine ganz komische Einladung zu einer Orgie. Put it in the coffin, bury coffin, pushing cross into the ground. Only bury the coffin by day and take Lucy on patrol at night. Lucy ist unser Hund. Remember to feed Lucy and treat her well. If you have any questions, call the supervisor. Okay, also wir müssen Lucy mit auf Patrouille nehmen, bevor wir sie füttern. Okay. Eine Axt, mit der man Holz schlagen kann. What is the use of firewood? Wofür man das Feuerholz braucht? Naja, ich denke für einen Ofen, oder? Naja, oder ist es irgendwo hier auf dem Friedhof, kann man diese Körper verbrennen. This is the bathroom. Ich möchte jetzt gerade nicht aufs Klo gehen. Okay. Warum nicht? Das kannst du mir bitte erklären. Warum möchtest du nicht auf Toilette? Wer ist er denn? Was macht Zimbelmann denn hier? A commemorative bronze statue. The inscription on the statue were worn away. A gentleman in a hat seems to be the founder of the cemetery. It's a bit scary to see at night. Ja, es ist schon ein bisschen gruselig, wie der einen so anguckt. Der sittet da einfach so. Naja. Können wir auch rennen? Nee. Hier kann man anscheinend. Das ist vorne das Tor dafür. Okay, wir können jetzt hier rüberlaufen. Zwei Särge sind schon hier. Die Regeln besagen, man darf die nur am Tag runterlassen. Und sie werden im Berg... Was? Verbrannt? Wenn ich den Körper nicht direkt sehe, die Leiche, dann ist es nicht so gruselig. Okay, damit kann man die rumschippern. Lucy! Lucy! Ah! Gott, wie süß! Es ist Zeit, dass wir patrouillieren gehen. Oh Gott, wie cute! Aber wir müssen Lucy jetzt ja erst füttern, richtig? Sie kaut gerade an einem Knochen. Pat Lucy. Wir streicheln sie. Lucy sieht glücklich aus. Warum muss der Nachtwächter dann immer sich um diesen dummen Hund kümmern? Junge! Pass mal auf, was du sagst, mein Freund.
Lass uns gehen, Lucy. Wir werden nach der Patrouille essen. Okay, sie legt den Knochen nach unten. Lucy fühlt sich plötzlich alarmiert. Was ist denn los? Selbst wenn ich gesagt habe, dass du ein dummer Hund bist, dann musst du doch nicht sauer auf mich sein. Ist irgendwas falsch mit dem Tor? Warum? Lucy sieht sehr nervös aus. Ich muss gucken, ob irgendwelche Probleme in der Nähe sind. Naja, was sollte mit dem Tor falsch sein? Das Tor ist zu. Ist immer noch abgeschlossen. Was mit Lucy passiert? Lucy? Ah! Tja, das ist jetzt ja schade.